Dieser epische und ebenso ästhetisch ansprechende CPU-Kühler darf nicht einfach so ignoriert werden. Darf ich vorstellen, der Deepcool AK620 Luftkühler. Tatsächlich handelt es sich hier praktisch um einen sogar preisgünstigeren Gegner des berühmten, legendären Noctua NHD15. Während fürs Noctua-Konkurrenzmodell 105 Euro und aufwärts auszugeben sind, müssen wir für den AK620 von Deepcool derzeit lediglich 65 bis 70 Euro locker machen. Jedenfalls bringt der heutige Kühler allumfassend beeindruckende Kühlleistung und Optik, ist aber natürlich auch mit der ein oder anderen Schattenseite geplagt. Welche das wären, erfahrt ihr in diesem Video. Der Lieferumfang sieht schon mal gut aus. Out of the box kommt der Luftkühler bereits fertig zusammengebaut daher und selbstverständlich erhalten wir noch hochwertige Montagekits, einen simplen Schraubenzieher, etwas Wärmeleitpaste und ein PWM-Lüfteverteilerkabel. Nun gut, zunächst einmal will ich Deepcool hier ein riesen Lob aussprechen, denn im Falle des AK620 handelt es sich für mich um wohl den allerschönsten Luftkühler, den ich bis dato mit eigenen Augen gesehen habe. Wie so oft ein Beweis dafür, dass nicht immer alles mit RGB-Beleuchtung protzen muss, um designtechnisch überzeugen zu können. Letztendlich natürlich reine Geschmackssache. Auch finde ich die Designspielerei mit dem Schachbrettmuster direkt am Kühlkörper genial gelöst. Die Verarbeitungsqualität scheint tatsächlich auf einem hohen Niveau zu sein. Der komplette Kühler ist auch noch verhältnismäßig kompakt gehalten, würde ich behaupten. Während zwar die zwei Türme symmetrisch wirken, mit den zentral gehaltenen Heatpipes und Kontaktfläche, ist die Rede von asymmetrisch, wenn der äußere Lüfter mit in Betracht gezogen wird. Beide Türme verfügen des Weiteren über stylische Kunststoffabdeckungen für einen ungewohnt edlen Look. Ausgestattet wurde der AK620 mit 6 Stück Heatpipes mit jeweils 6 mm Durchmesser. Wir haben es hier offensichtlich mit einer vernickelten Kupferkontaktfläche zu tun. Deepcool setzt außerdem auf ihre hauseigenen FK120 Lüfter, die relativ gut verarbeitet sind und zudem über ordentliche Gummipads verfügen, um Vibrationsgeräusche möglichst einzudämmen. Maximal sprechen wir hier von einer Drehzahl von 1850 RPM und einem ziemlich guten Luftstrom und statischen Druck. Herzstück ist ein Fluid Dynamic Lager. Na klar werden alle gängigen CPU-Sockel unterstützt, darunter auch AM5 und LGA 1700. Die Montage auf meine Testsysteme, sowohl AM4 als auch LGA 1700, war überhaupt kein Problem. Die Installation geht schnell und einfach vonstatten. Unser Arbeitsspeicher darf maximal 43 mm hoch sein, damit es zu keinen Behinderungen mit dem Außenlüfter kommt. Notfalls müsste der Lüfter etwas weit nach oben gerückt werden, was dann aber natürlich optisch nicht so ansprechend wäre. In meinem Fall aber selbst mit RGB-RAM offensichtlich kein Problem. Wiederum etwas enttäuschend an der allgemeinen Ausstattung finde ich, dass uns Deepcool keine zusätzlichen Lüfterklemmen mit in den Lieferumfang packt, sodass bei Bedarf nicht ganz so einfach und gemütlich ein dritter Lüfter an den Kühlkörper angebracht werden kann. Finde ich persönlich etwas schade, hätte mir zumindest die Option gewünscht. Umso gespannter bin ich daher nun auf die Testergebnisse, da Deepcool intern zumindest von maximalen 260 Watt TDP spricht, womit der AK620 klarkommen soll. Erstmals seit Jahren führe ich nun zweierlei Testkonfigurationen für CPU-Kühlertests ein. Einmal wird traditionell mit meinem AMD Ryzen 7 3800X getestet, anschließend jedoch noch mit dem Intel Core i9 13900K auf seinem fixen 253 Watt Power Limit. Auch die Lautstärke messe ich nun erstmals und führe des Weiteren noch normalisierte 40 Dezibel Tests durch, also stelle die Lüfter auf eine Lautstärke von exakt 40 Dezibel ein und messe dabei die erbrachte Kühlleistung. Lautstärke. Auf den maximalen 1850 RPM, die die Lüfter des AK620 hergeben, konnte ich einen Geräuschpegel von 49 Dezibel meines Testsystems messen. Das ist durchaus hörbar und auf Dauer sogar schon eher nervig. Nervig ist hier auch das richtige Stichwort, denn bei bestimmten Drehzahlen klopfen die Lüfter ein wenig bzw. laufen allgemein unruhig, unregelmäßig, was ich durchaus als etwas störend empfinde. Am stärksten tritt dies logischerweise bei der Maximaldrehzahl auf. Bei geringeren Lüfterdrehzahlen sieht die Welt schon wieder besser aus. Temperaturen bei Maximaldrehzahl mit dem AMD 3800X.
Hier kann man dem Deepcool AK620 ein dickes Lob aussprechen, denn er spielt leistungstechnisch in der Oberliga der Luftkühler mit, reiht sich mit dem legendären Noctua NHD15 ein, kann auch locker mit einer 240mm AEO-Wasserkühlung mithalten. Wechseln wir nun aber das Testsystem und sehen uns denselben Test mit dem überaus hitzigen Intel 13900K an. Hier bekommt ihr heute erstmal nur den einen Eintrag, ohne Vergleichsmöglichkeiten zu sehen, da es sich hierbei um meinen allerersten Test dieser Art handelt. Gerade so bekommt der AK620 den 13900K in Cinebench R23 noch gekühlt. Er hat aber sichtlich schon zu kämpfen. Wird die Last im Prime 95 Stresstest nun noch weiter erhöht, springt die ausgelesene Temperatur nun mit dem AK620 als Kühler auf 97 Grad Celsius, bloß 3 Grad von der Maximaltemperatur der CPU entfernt. Wie verhält sich das Ganze, wenn der Geräuschpegel strikt auf 40 Dezibel fixiert wird? Der Kühler werkelt nun natürlich angenehm leise, lässt aber die Temperaturen nochmals ordentlich ansteigen. So vermelden wir im Cinebench R23 Test schon 4 Grad höhere Temperaturen als zuvor. Überraschend ist es daher nicht, dass der Deepcool AK620 im Prime 95 Test mit eingependelten 40 Dezibel total überfordert ist. Der Intel i9-13900K produziert nun mal einfach zu viel Hitze. Nichtsdestotrotz bin ich doch positiv überrascht, dass der AK620 nicht viel eher aufgeben musste. Fazit: Es steht jedenfalls fest, dass Deepcool uns mit dem AK620 einen durchaus potenten Luftkühler bietet, der sicherlich am Markt seine Daseinsberechtigung hat. Muss er nicht gerade eine der wärmsten CPUs überhaupt kühlen, so kann er locker mit leistungsstarken Konkurrenten wie Noctua und Co. mithalten. Im Punkt Ästhetik ist Deepcool hier allerdings vielen anderen Herstellern meiner Meinung nach weit voraus. Als etwas negativ würde ich hingegen die allgemeine Lautstärke bzw. Geräuschkulisse einstufen. Hier muss künftig mit Nachfolgemodellen definitiv noch etwas nachgebessert werden, damit die Lüfter vor allem nicht unbedingt leiser, sondern vielmehr auch ruhiger ihren Dienst verrichten, ohne Störgeräuschen. Alternativ setzt man einfach auf eigene Lüfter, käme aber natürlich wesentlich teurer. Ansonsten finde ich den Preis 65 bis 70 Euro durchaus fair und könnte euch daher im Großen und Ganzen betrachtet, trotz der genannten Mängel, den Deepcool AK620 weiterempfehlen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.